Dann gehe ich mal nach Norden. In das Gebirge. Nee, das war da. So. Jetzt müsste... Karte sagt... Ich bin da. Okay. Also nach Norden, ja? Und wohin gehen nach wir? Norden. Zurück zum Dorf. Gute Idee. Das Dorf teilt da, richtig? Ja. Wir müssen den Dorfbewohnern von Nene erzählen und überlegen, wie wir den Landhai bekämpfen, wenn er zurückkehrt. Manomaru, weißt du, wie man von hier nach Talta kommt? Sicher! Wir müssen über das Höhlengebirge! Ich finde aber gut, dass alle anderen auch schon wussten, dass wir durch das Höhlengebirge wollen. Das Höhlengebirge. Das ist der einzige Weg, der nach Talta zurückführt. Das ist der einzige Weg! Bitte, lernt diesen Tanz, bevor ihr geht. Hä? Diesen Tanz! Ui, ui, ui. Ja, genau! Manomaru, kannst du ihn? Das ist der Beschwörungstanz für den Stein, der den Weg durch das Höhlengebirge versperrt. Maru kann ihn! Dann alles Gute. Die Berge sind sehr gefährlich. Bitte seid vorsichtig. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich jetzt wirklich durch das Höhlengebirge durch muss, wenn da, ne, Bodyguard steht, der erstmal sagt, hey, tanze erstmal. Ja, ich will mal sehen, wie hart du tanzen kannst. Ja, sonst kommst du nicht, ich schreie. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So. Also nach Norden. Jetzt dürfen wir hier wahrscheinlich hin, wo wir noch so Gegner hatten, die wir bisher nicht so gut bezwingen konnten. Mach mal auf hier. Ein Schattenkristall. Merke, Schattenkristall nicht auseinander. So, wichtig ist jetzt, kann ich euch jetzt auseinandernehmen? Da hatten wir ja noch ein paar Probleme mit. Als wir das letzte Mal die gesehen haben. Mach mal Angriff auf ihn. Okay, das heilt ihn. Das ist ja jetzt schon toll. Warum heilt ihn das denn? Das heilt ihn auch. Physische Angriffe, die heilen. Okay, Zauber, schwarze Magie. Ihr seid... Ja, mach mal. Nee, mach mal das. Du musst mal verteidigen. Weniger Ziel. Ihr seid Taubsies. In einer anderen Form. Okay, 160 Lebenspunkte haben sie anscheinend so ungefähr. Problem ist... Wir haben nicht so viel, was jetzt da angreifen kann. Macht denn das magische Schwert etwas? Ist vorbei. Ja, gut. Oh, kritische 2 Schaden. Cool, sie machen nicht ganz so viel Schaden, wie sie mal gemacht haben. So, du musst verteidigen erstmal. Das könnte ja jetzt interessant werden. Wir haben viel gegen diese Viecher kämpfen. Deswegen bin ich irgendwie gerade nicht ganz so erpicht, gegen diese Gegner hier zu kämpfen. Wo ist drin? Nein. War denn das eine Kiste? Kiste. Ein mega Zaubertrank. Ist in dem Loch was drin? Nein.
Das war ja die Stelle ungefähr, wo wir die den Bohrer gefunden haben. So, was haben wir hier? Giftpulver. Wollte ich schon immer mal haben. So. Gucken wir uns natürlich halt erstmal hier wieder so halbwegs gründlich um. Und sehen dann doch wieder 500 Dinger nicht. So wie das ja immer so ist. Ein Kelon-Elixier. Ein Smaragd. Und die Echse watschelt so schön hinterher. So. Da würde ich jetzt zurückkommen zum Dorf und so. Dann gehen wir weiter. Weil das sind ja auch random Gegner, die kommen ja immer und immer wieder. Was ja nicht so ein, ich sag mal, instanziertes Gebiet ist. Das ist ja einfach ganz normal bewegen auf der Weltkarte. Ich lauf schneller, ich lauf schneller. Wir haben immer noch keine Feldfähigkeit, oder? Maximale MP um 25% verstärken. Mach mal. Das war die anziehende Aura, die auf jeden Fall so eine Felddingens ist, die ich jetzt auch nicht so prickelnd finde. Also glaube ich. Ja, wir haben jetzt nichts, was wir da ausrüsten können. Was bist du denn? Du bewachst da so schön eine Kiste. Ein grüner Soldat. Der ist grün. Was macht der? Grün sein. Magisches Schwert. Machen wir mal ein Schattenschwert. Schaden, ja, ist okay. Ganz normalen Angriff bitte. In kritisch. Du verteidigst erstmal. Und du machst. Ich hätte am liebsten irgendwie, keine Ahnung, einen Blitzzauber oder so. Haben wir aber nicht. Machen wir Feuer. Okay. Er durfte nicht einmal angreifen, aber er ist tot. So gefällt mir das. Gerne öfter. So, was hast du denn da für eine tolle Kiste? Ein Ohrring aus Zauberkristall. So was habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Hier ist erstaunlich viel Wasser. Damit habe ich jetzt nicht so unbedingt gerechnet. Also irgendwie gegen die zu kämpfen ist jetzt nicht so spaßig. Weil physische Angriffe sie aus welchem Grund auch immer heilen. Ach komm. Machen wir es noch einmal. Einfach weil dann kann ich auch mal austesten, ob hier dieser Windschwert oder sowas da ein bisschen effektiv wäre. Man muss ja Dinge ausprobieren. Sehen wir wieder. Haus mal bitte auf ihn. Hat sogar getroffen. Wupptidu. Zauber. Wasser auf die beiden. Halt das die. Nein, heilt sie nicht. Okay. Du verteidigst und du machst bitte dein Windschwert. Ja, generell irgendwie ein Elementarschwert. Gucken, ob das heilt. Aha. Also nicht. Sondern nur ganz normaler physischer Schaden heilt diese Viecher. Weil... ist so.
Wolfsgeister haben wir jetzt auch zu Genüge gesehen eigentlich. Ist das nicht wieder der Rückweg? Oder wo sind wir hier? Ah, hier sind wir. Okay. Gänzlich verkehrt. Das heißt, wir müssen hier weiter. Vielleicht. Oh, was hat er denn? Motte des Untergangs. Das klingt doch einladend. Nehmen wir mal beide mit. Mal gucken, was die so können. Jetzt aber ein schönes. Ja, Federkleid kann man nicht sagen. Flügelmuster getönt, Dingens. Niedermähen bitte. Den zu Schaden reicht nicht, um die umzuhauen. Da hauen wir hier mal drauf. Das reicht dann, okay. Sie haben nicht ultimativ viel, aber mehr als den normalen Mob. So, dann machen wir Zauber. Bei der Macht des Wassers. So. Weggespült. Das war einfach die virtuelle Klospülung. Jetzt einfach mal da vorbeizog. Okay. Da hätten wir noch mehr davon. Aber erstmal ist da wichtig, da ist eine Kiste. Eine Kiste, 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 Kiste. Okay. Was haben wir da für ein Bär? Schade, ich hätte eigentlich beide Motten gern. Oder drei sogar. Ja. So hätte ich es gern. Geben die mehr Erfahrungspunkte, wenn ich mehr Gegner auf einmal bekämpfe? Also halt jetzt nicht die Summe einfach aus den drei Gegnern, sondern generell mehr. Weiß ich nicht. Oh ne. Niedermähen macht jetzt auf zwei keinen Sinn. So hauen wir einfach mal so drauf. So, dann spülen wir sie weg. Und verteidigen. Hauen wir hier mal um. Hauen wir da mal um. Und noch einmal einen schönen kleinen Feuerzauber. Hast du noch ein bisschen Feuer? Drei Gegner, kein Problem. Zumindest nicht bei Motten. Geht's da irgendwo hoch? Nee. Gucken wir uns mal den trägen Bär an. Ob der denn wirklich so träge ist. Ein Zyklopenbär. Mit Schlumpffüßen. Faulheit. Siegt. Ein bisschen wie so ein Relaxo tatsächlich. Okay, dann mach mal Schwert des Feuers. Weck ihn mal auf, so ganz sanft. Weniger Kraft. Okay. Zauber. Erde. Angriff, mach mal. Angriff, mach mal. Hey, gut, was aus? Kollege. Boah, 44 Schaden. Nett. Der Herr. Oh, das war's doch schon. Okay.